Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich am Rückewagen weitergemacht. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal zu mitnehmen, was ich bis jetzt so gemacht habe, denn es ist zu dem letzten Video ziemlich viel passiert. Unter anderem ist der Rahmen beschweißt fertig. Der Kran sitzt schon drauf. Und ich habe den Kran auch schon einmal ausprobiert. Wer mir jetzt auf Instagram, Facebook folgt, hat das gestern schon gesehen. Ja. Also, was ist passiert? Ich hatte ja im letzten Video gezeigt, dass ich das alles abgeschnitten habe. Jetzt habe ich bereits diese Verlängerung hier hinten fertig. Und die Zapfwelle ist dran mit der Hydraulikpumpe. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal die Zapfwelle schon dran hatte. Hier sind jetzt noch Verstrebungen reingekommen. Und hier ist auch noch ein Rohr wieder zwischen, beziehungsweise ein Ureisen zwischengekommen. Und hier habe ich noch Deckel drauf geschweißt, damit die Rohre zu sind. Denn das war ja vorher offen dazwischen. Da war ja früher der Rahmen, ging ja komplett dran lang. Und da das aber wieder verbunden sein muss wegen der Stabilität, habe ich da wieder ein Ureisen zwischengesetzt. Ja, und der Kran sitzt jetzt erstmal drauf mit dem Scheingreifer. Einen Holzgreifer werde ich mir noch kaufen. Denn ich habe die Tage über hier alles draufgeschweißt. Hinten ist ein I-Träger draufgekommen mit Erhöhung. Und hier ist ein Rechteckrohr draufgekommen mit Erhöhung. Denn ich brauche die Höhe, damit ich hier zwischen Ladefläche und Kran genug Platz habe. Auf dem Video sieht das jetzt ziemlich hoch aus. Tatsächlich ist das aber nur knapp 1 Meter, 20 Meter, 30, was ich hier dann nachher zwischen habe. Deswegen ist er so hoch gekommen. Ja, habe ich hier alles mit Knoten verstärkt, damit da auch nichts passiert. Dann habe ich die Stützen von dem Bagger gleich so übernommen, habe die hier an den Rahmen befestigt mit Bolzen und habe hier Hydraulikzylinder montiert. Ich sehe gerade, die Kamera ist ein bisschen dreckig. So. Besser. Ja, habe ich hier montiert mit Schläuchen nach oben. Ich hatte ja damals extra das Ventil schon mit einem Hebel mehr gekauft. Jetzt habe ich hier Umschaltventile. Da kann ich dann zwischen linken und rechter Stütze umschalten. Hoch und runter ist jeweils ein Kreis, weil ich kann nicht umschalten zwischen hoch und runter, weil das Ventil immer nur in eine Richtung aufmacht. Entweder nach links oder nach rechts. Und ich muss ja das Öl von dem anderen, von der anderen Zylinderseite wieder zurückführen. Also ich brauche keinen Rücklauf. Deswegen würde das jetzt nicht funktionieren, wenn ich hier zwischen hoch und runter umschalte. Dann würde das Ventil platzen, beziehungsweise könnte das Öl auf der anderen Seite vom Zylinder nicht wieder zurück. Deswegen ist das hier für hoch und hier für runter und dann einmal für links und einmal für rechts. Ja, die Schläuche habe ich wieder bei Hydrauliktechnik 24 bestellt. Da kann ich unten ja mal einen Link reinmachen, wenn ich es nicht vergesse. Da kaufe ich alle meine Hydrauliksachen. Weil da sind die recht günstig, da kriegt man auch diese Steckanschlüsse. Da hatte jemand mal nachgefragt. Hier für den Greifer diese Deckel und die Steckanschlüsse habe ich daher. Jo. Jetzt habe ich das die Tage mal ausprobiert mit der Zapfwelle und der Pumpe. Die habe ich ja hier hinten montiert. Beleuchtung habe ich auch schon dran, muss ich nur verkabeln. Pumpe steckt jetzt einfach hier drauf. Mit einer Muffe. Eine Steckmuffe und ist da im Zugmaul einfach nur fixiert. Ja, also alles ganz einfach gemacht. Funktioniert auch gut. So habe ich den Durchtrieb ja von, das war ja der Durchtrieb von dem Winkelgetriebe. Da habe ich einfach einen Zapfwellenstummel drauf gemacht und die Welle verlängert. Das funktioniert aber so ganz gut. Dann habe ich gestern noch hier ein Podest gebaut. Aus der Gitterroste, wo ich mich draufstellen kann. Das kann man auch rausziehen. Ist nur mit dem Spind gesichert. Ja, dann habe ich hier vorne noch den Triebwerkshebel mit einem Riegel blockiert, damit man den nicht aus Versehen einschaltet und sich selber hier zwischen tot fährt. Weil sobald die Zapfwelle an ist und man den einrückt, fährt automatisch die Triebachse. Und damit das nicht aus Versehen eingeschaltet wird, habe ich das dazwischen gemacht.
Jetzt bin ich noch gerade dabei, die Räder umzudrehen. Ich will die von links nach rechts tauschen, dass die weiter rausstehen, weil so ist er doch recht schmal. Und ich kriege hier dann Probleme mit der Runge. Die will ich ja noch hier zwischen machen. Deswegen drehe ich das Ganze jetzt nochmal um, die Reifen. Ja, die Stützen habe ich ja auch fertig. Das sind ja wie gesagt die vom Bagger. Die Aufnahmen passten auch perfekt dazwischen von den Zylindern, witzigerweise. Und ich habe jetzt nur noch mal eine Verlängerung hier gebaut mit dem Bolzen. Kann man die einschieben. Wenn man auf der Straße fährt, dann ist das auch genau in der Breite von der Achse. Ja, hier ist noch ein Bügel als Tritt zum Hochgehen auf das Podest. Und die Höhe, das passt mit dem Ventil auch ganz gut. Das habe ich schon gestern ausprobiert. Ja, jetzt will ich gleich noch die Beleuchtung anklemmen. Ich habe auch hier die Dreiecke extra mit so Gummilappen gemacht, damit man die sich nicht abfährt. Das hatte ich schon oft am Gummiwagen, wenn da sind nur so Blechstreifen. Wenn man dann doch mal irgendwo Tieferes fährt, dann setzen die auf und dann hast du die krumm oder reißen ab. Deswegen habe ich die beweglich extra gemacht. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Muss ich nur noch die Rungen fertig machen. Mit den Quertraversen und hier vorne die Ladebordwand. Und eine Auflaufbremse kommt da noch dran. Ich habe nämlich den gleichen Triebachsanhänger nochmal geholt. Den habe ich geschenkt gekriegt vom Bekannten. Der hat sogar eine Auflaufbremse, deswegen werde ich dann die Auflaufbremse hier einbauen. Weil sowas will ich nicht ohne Auflaufbremse fahren. Macht man auch einfach nicht. Ich habe ja keinen Bock, mich tot zu fahren. Ja. Aber sonst so funktioniert es erstmal. Und werde ich dann erstmal jetzt Tage testen. Jo. Ja, die Triebachse funktioniert auch soweit, die hatte ich auch getestet. Ich habe jetzt aber allerdings nur beim Trecker halt den Gang draußen gelassen, aber nur die Triebachse eingeschaltet, dass er über die Triebachse sich schiebt. Ich muss danach mal gucken, in welchem Gang wie das passt. Aber ich denke mal, dass ich die eh nie brauchen werde, weil wir bei uns eh nur auf den befestigten Waldwegen fahren und wir sowieso nicht mehr ins Holz rein dürfen. Zur Not kann ich da immer noch eine andere Achse unterbauen, wenn das nicht funktionieren sollte oder die zu schwach sein sollte, dann kann man das immer noch umbauen. Das ist nicht so das Problem. Das sind ja 8 Schrauben, die kann man eben abschrauben und dann umbauen. Das ist nicht so das Ding. Ja, falls ihr jetzt sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Beantworte ich natürlich wie immer oder schreibt mir auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Ja, würde ich sagen, das war's mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.